Dass sich Mädchen auch für den Fußball interessieren, ist nichts mehr Neues, wie wir kürzlich auf dem SC Bruck Trainingsplatz feststellen konnten. Ich bin die Emily und spiele schon ein Jahr Fußball. Ich bin die Livia und spiele seit 3 Jahren Fußball. Ich bin die Stefanie und spiele seit 1 Jahr Fußball. Heute haben wir auf der Brucker Murinsel eine Menge ballspielender, fußballspielender Mädchen entdeckt. Wer spielt denn da? Wer trainiert da? Ja, das ist die zukünftige U8 und U9 von uns, von SC Bruck, Mädchenmannschaft. Und wir machen jetzt in die Osterferien 2 Tage so ein kleines Trainingslager, wo wir Vormittag und Nachmittag trainieren. Mittagspause mit Mittagessen, dann machen wir so kleine Spiele, sie zeichnen Übungen auf, was wir halt gemacht haben. Ja, und da SC Bruck möchte halt der Vorreiter sein, dass wir eben mit Mädchen anfangen, dass wir da anständige Mädchentruppen kriegen. Wir sind derzeit 17 Mädchen, würden uns natürlich wünschen, wenn wir noch einige Mädchen dazu bekommen. Und jedes Mädchen ist uns sehr willkommen. Die Trainingstage werden Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 16.30 Uhr auf der Brucker Murinsel. Ich komme in der ganzen Steiermark um und um, aber sowas habe ich noch nie gesehen, so viele Dirndln auf einem Sportplatz. Ja, ich bin vorbelastet, dass ich habe selber 2 Mädchen und so habe ich mich heute halt in Mädchenfußball verschrieben und jetzt sind auch mehrere engagierte Trainer, was natürlich auch Mädchen haben und jetzt haben wir geschaut, dass wir in die Schulen gehen, dass wir immer Mädchen zusammenbringen und das ist uns ganz gut gelungen schon. Und wichtig ist natürlich auch beim Training, dass der Spaßfaktor dabei ist. Ja, das ist genau das. Bewegung, Spaß. Natürlich ein bisschen Professionalität bringen wir natürlich auch eine, aber wir sehen, wenn sie ein bisschen überfordert sind, machen wir sogar Übungen, wo wirklich Lachen, Lachen ist gesund, das zur Hauptsache dann wird. Ja Nadine, du spielst da Fußball, du trainierst da, willst du mal Fußballerin werden? Ja. Und was macht dir da so viel Spaß? Die Übungen und das Match. Und natürlich die Bewegung, gell? Das ist ja lustig. Ja. Ich bin 10. 10. 7 Jahre spiele ich schon Fußball. 7 Jahre spielst du schon Fußball. Und das ist eine Gaude, gell? Ja. Hast du ein Vorbild auch? In Lewandowski. Wie oft trainiert sie in der Woche? Wir trainieren derzeit Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Fußball!